ist gut. Aber unscharf. Nein, nein, das ist jetzt bei dir unscharf. So, starten wir mal mit der Fragerunde. Womit mache ich jetzt weiter? Wie fängt man ein Projekt an? Ich wüsste nicht, wo ich ein Turbo anfassen soll. 1990 gibt es die Werkstatt, da wo ich jetzt gerade schraube. Da bin ich aufgewachsen, das war mein Spielplatz. Bist du dann auf das Schrauben gekommen? 1.8T-mäßig mega drauf. 1.8T-mäßig mega drauf. Was ist dein Lieblingsauto? Starten wir mal mit der Fragerunde. Willkommen bei Kfz-Fuzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt heute Frage-Antwort-Video. Wollte schon damals machen, aber da waren einfach viel zu wenige Fragen. Und es passt jetzt. Wir haben jetzt eine eineinhalbstündige Fahrt hinter uns. Wir sind ja vor einem Viertelmeile gekommen von Altenhofen. Und dann wollten wir das ausnutzen und haben gesagt, wir machen Frage-Antwort-Video. Alle stellt mir die Fragen und ich antworte. Okay, ich starte mal direkt mit, einfach zufällig mit Detlef Kleff. Er hat gefragt, wie fängt man ein Projekt an? Habe früher selbst geschraubt, habe aber von Turbo-Umbau null Ahnung. Wie fängt man mit sowas überhaupt an? Ich denke, die Frage ist so gestellt, er schraubt wahrscheinlich gerne, ist auch hobbymäßig unterwegs mit Schrauben und würde auch mal gerne einfach so ein Turbo umbauen, aber weiß noch gar nicht, wie man sowas beginnt. Und er fragt wahrscheinlich jetzt, wie starte ich da? Wie kann ich mich informieren oder so? Ja. Also solche Leute feiere ich, wenn die keine Werkstatt und so haben und selber ein Projekt starten wollen. Das feiere ich. Auf jeden Fall dich feiere ich, Bruder. Wie fängt man mit einem Projekt an? Das ist, wie soll ich dir das sagen? Du musst erstmal ein Ziel vor Augen haben. Was willst du machen? Hast du schon ein Auto? Ne, das ist ja, ich sag jetzt mal, du hast einen A3, 1.8er T und willst, oder hast einen 1.8er Sauger und willst hier nur auf Turbo umbauen. Oder du kaufst dir ein Auto, was in der Regel immer ist, ein VR6 oder 1.8T und den baust du dann halt auf größeren Turbo. Wie man jetzt damit anfängt, das ist immer dir überlassen. Also ich hätte, also wenn mir das Geld geben würdest, ich hätte viele Projekte so im Kopf. Wie bist du dazu gekommen, zum ersten Mal ein Turbo einzubauen oder dass du gecheckt hast, wie man ein Turbo einbaut? Wie ich dazu gekommen bin? Wie du das überhaupt verstanden hast zum ersten Mal? Ja, ich wüsste nicht, wo ich ein Turbo anfassen soll. Du hast ja auch einen ersten Schritt gemacht. Ja, das meint er vielleicht. Ja, okay, wenn er das meint. Also das ist dann halt so, wie soll ich das erklären? Man lässt sich das von jemandem zeigen oder guckt man sich... Ja, sehr viele Kfz-Fuzis YouTube-Videos anschauen. Das ist schon mal safe. Das würde ich machen, wenn ich mich nicht kennen würde. Ja. Nein, ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Ich denk, so ist die so, Frage meinst gestellt. Du, so hat er die Frage gestellt? Richtig. Er sagt, wie fängt man ein Projekt an? Habe früher selbst geschraubt, aber null Ahnung von Turbo. Ja, ich glaube, der meint, wie fange ich ein Projekt an? Meint er jetzt in der... Aber er sagt, er hat null Ahnung, wie man Turbo umbaut. Ja, das ist schwer. Das meint er. Das ist schwer, weil eine 1:1 Anleitung geht nicht. Also ein Turbo kann man wieso nicht falsch einbauen. Würde ich mal bauen. Aber... ich meine, ein Sauger mit Sauger-Turbo-Umbau, das ist schon sehr schwer. Also da musst du schon ein bisschen Fachwissen mitbringen. Ja, das ist schon schwer. Also was ich stelle uns nochmal die Frage irgendwann. Genau, wir haben das jetzt noch nicht, weil das kommt mir auch so vor, als würde er Dings machen. Als würde er ein Projekt machen. Das heißt, er will das füllen. Wie fange ich damit an? Verstehe ich die Frage, ganz ehrlich. Oder Summit? Ich habe aber von Turbo-Umbau null Ahnung. Ja, das ist ja das Ende. Also das kann man viel deuten. Ja. Also, Bruder, fang einfach an. Ja, einfach anfangen. Einfach anfangen. Einfach anfangen, genau. Ja, man kann die Frage wirklich viel sein. Ja, viel sein auf jeden Fall. Okay. Ich schätze jetzt auch wieder zu, das würde ich jetzt mal sagen. Ömer Genscher fragt... Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Wie ist der auch? Ich kenne auch keine Ercan Genscher. Kenn ich auch nicht. Auf jeden Fall fragt er, wann ist das neue Projekt fertig? Bruder, neuer Projekt ist fertig, wenn es fertig ist. Also, wir haben kein Deadline. Wir haben kein Deadline. Könnte jederzeit fertig werden. Könnte auch dauern. Also, wir haben kein Deadline. Also, es sieht gut aus. Es ist am Ende fast. Aber natürlich kommt noch mal das Einbauen alles. Wir hätten diese Woche mal ein bisschen Zeit gehabt. Vielleicht hätten wir das sogar geschafft. Aber lasst euch überraschen, das nächste Video kommt wieso die Woche. Okay,
Dann haben wir hier einmal Insane. Insane. Er fragt, oder sie, ich weiß nicht, kannst du dich mal so grob, kannst du dich mal so grob vorstellen? Also, wie du zu deinem Beruf etc. gekommen bist. Ob du einen Meister hast oder selber eine Werkstatt und so weiter. Ja. Einmal grob. Also, Bruder, das ist eine Geschichte, da könnte man einen Film draus machen. Also, ich bin in diese Geschichte eingeboren. Seit 1990 gibt es die Werkstatt, da wo ich jetzt gerade schraube, von meinem Vater geleitet und von meinem Bruder. Und da bin ich aufgewachsen. Das war mein Spielplatz. Das war alles für mich. Und dann hast du natürlich die Interesse so oder so. Ich habe das gefeiert, dahin zu gehen und einfach zu gucken, wie die Motoren auseinander. Das war ja immer faszinierend für mich. Den Motor komplett auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Das war, wo ich das erste Mal gesehen habe, war, boah, was geht denn hier ab? Und dann bin ich wiedergekommen und nach einem Tag war der zusammen, läuft. Und das war so beeindruckend für mich. Und dann wusste ich, ich will nichts anderes machen. Und dann habe ich das Interesse dafür geweckt. Und dann habe ich das gemacht, dann irgendwann meine Ausbildung, 2009 meinen Meister, ja, und dann 2010 halt Azubi, sag ich. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht und ja, und seitdem läuft es. Die Werkstatt übernommen? Die Werkstatt habe ich übernommen. Erstmal war es, gehörte das einem anderen Land, dann bin ich quasi wieder dahin gekommen. Aber ist eine Geschichte, also wenn das mal irgendwann einer hören will, könnten wir echt separat nur diese Geschichte erzählen. Es ist sehr, sehr okay. Sehr interessant. Was war der Hamza Isaac? Hamza Islak fragt, was war der Grund, dass ihr angefangen habt, Videos zu drehen? Ja, also das ist auch eine sehr coole Frage. Es war so, Sommer 2018 habe ich den Turbo-Humor gemacht mit meinem Neffen aus der Türkei, Cousin aus der Türkei. Er ist selber Ingenieur, schöne Grüße an Fatih. Er ist selber Ingenieur und wegen dem habe ich gesagt, weißt du was, er ist Ingenieur. Wir haben jetzt den 1.8T gekauft, machen jetzt einen größeren Turbo rein. So fing das Ganze an. Und dann habe ich in der Zeit, wir haben aber nichts gefilmt von dem, nichts gefilmt. Und dann habe ich einen S3 gekauft. Und er war dabei, wo wir den S3 gekauft haben. Wir wollten Low Budget machen das Ganze. Das heißt, wir wollten nur den GT30 einbauen, das war's. Kam aber nicht dazu. Dann kam er das auf das Ganze und der musste irgendwann weg. Und dann hat er gesagt, weißt du was, mach doch auf YouTube, damit ich das verfolgen kann. Und so haben wir YouTube gemacht. So fing das Ganze an. Okay. Für ihn eigentlich. Und er guckt nicht mehr, das ist der Stimme. Dann haben wir irgendein Nutzer, heißt der. Ja. Wer hat dich wahrscheinlich auf das Thema Auto gebracht und wie bist du dann auf das Schrauben gekommen, da viele alle Autos kennen und fahren, aber leider meistens keine Ahnung von der Technik haben. Ja, das ist leider so. Er hat dich auf das Thema Auto gebracht und wie bist du dann auf das Schrauben? Meine okay, Eltern, wurde ja gerade erklärt, ne? In der Eltern, Frage davor. Ja, also wie gesagt, ich bin da reingeboren. Ich mach nichts anderes. Also eigentlich hast du mit den letzten beiden Fragen diese eine Frage beantwortet gehabt. So, Philipp Rösser fragt, welchen Chip bzw. Software für S38L bzw. welche Firma oder Hersteller sagst du ist am besten? Bzw. wer hat es 1.8T-mäßig mega drauf? 1.8T-mäßig mega drauf? Kommt drauf an. Wie heißt der? Philipp. Also es kommt immer drauf an, was für ein Turbolader. Es gibt Leute, die sind spezialisiert auf K04 Turbo-Umbauten. Die stimmen K04 ab. Dann gibt es Leute, die GTX abstimmen. Und beides ist manchmal nicht. Ne? Es gibt echt so Profis und so Profis. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich kann dir nicht sagen, wer am besten ist. Ich will jetzt hier auch keinen Namen erwähnen. Weiß ich nicht. Okay. Dennis 50 und 936er kann ich eigentlich zusammenfügen, die Fragen. Da ist einmal dein absolutes Traumauto, was du dir später mal kaufen willst bzw. fahren möchtest. Und vom 936er, was ist dein Lieblingsauto? Mein Lieblingsauto, mein Traumauto persönlich habe ich selber schon. Das ist der E46 Cabrio M3.
Das ist absolut mein Traumwagen. Ich finde nichts schöner. Ist so. Ich finde für mich persönlich nichts schöner. Aber wenn ich das Geld dazu hätte, dann. Da gibt es so viele Autos, so viele Autos. Dann kann ich, also zum Glück habe ich nicht so viel Geld. Und zum Glück muss ich sowas nicht entscheiden. Also ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, alle kaufen. Alle. Also für mich. Für dich ja. Was unrealistisch ist, Bugatti Veyron. Ja, ganz auch, klar. Ja, auch einer davon. Ganz aber klar. Ich finde alle gut. R8 ist gut. Ja, Veyron ist für mich eine ganz andere Nummer. Lamborghinis, ach, Ferraris, alle. Ich finde alle geil. Sag mal, du, hast du einen absoluten. Ja. Achso, einen absoluten Traumwagen. Doch. Doch, stimmt. Das ist der G AMG V12. Das ist mein Traum. Der, das ist ja unbezahlbar. So, sag mal, du ein Traumauto? Ich habe auch viele, also einige, sage ich mal. Ja. Aber es ist auch schwierig, mich also über einen zu entscheiden. Ja, okay. Also den Wagen, den ich jetzt habe, ist ein Golf 7 GTI Facelift, Baujahr 2017. Mit 230 PS. Also wenn ihr wollt, dass wir einmal ein Video mit dem machen. Kommentare, Leinballer. Und ich bin mehr als zufrieden. Also ich war noch nie ein Golf-Fan. Nicht einmal. Ich habe alle Golffahrer ehrlich gesagt noch nicht so gemocht. Ja, ja. Aber ich bin. Das darfst du noch nicht sagen, Junge. 80% sind die 1.8T-Fahrer. Ja. Aber jetzt bin ich. Das werden wir rausschneiden. Das schneiden wir raus. Okay, okay, sag einfach, komm auf den Punkt. Golf 7 GTI ist bis jetzt mein Lieblingswagen, weil ich fahre den jetzt seit 2 Jahren und ich bin mehr als zufrieden. Alles klar. Für mich gibt es nur den Golf 7 GTI. Okay, also was realistisch für mich dann irgendwas Audi RS5 mäßig, RS7, sowas ist für mich dann. Ja, ja, aber ich meine, er sagt Cabriolet ja, er sagt ja, wenn du dir das leisten. Ne, es gibt zwei Fragen. Der eine, dein Lieblingsauto einfach. Ist M3. Und der andere, was du mal irgendwann fahren möchtest und so weiter. Ne? Das ist also beides einmal realistisch und einmal unrealistisch. Okay, okay. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Dom Relard fragt, Turbo oder Sauger? Beides. Ich liebe Sauger sowie Turbos. Ne? Also mein M3 ist ein Sauger, ich liebe den. Mein E39 540 ist ein Sauger, liebe ich. Und das sind sehr viele Autos, die ich liebe mit Sauger. Aber das sind auch so die einzigen Sauger, die ich liebe. Ansonsten liebe ich, ich feiere Sauger, auf jeden Fall. Ich liebe Sauger. Nächste Frage. Audi 8L Crew fragt, bester Motor in den A3 und S3 8Ls? A3 normal ist AGU. Oh, weiß jeder, AGU ist der Beste. Für mich, ne? Also wie gesagt, das ist für mich meiner Meinung. Finde ich den AGU am besten. Und für mich persönlich finde ich den APY den besten. S3 Motor. Ja, viele werden sagen warm, ich weiß, aber ich finde der APY ist viel besser. Finde ich, ist meine Meinung. Meine Meinung. Weil ich den auch habe, deswegen ich die mit. Okay, Michael Musa fragt. Was wäre dein absolutes Lieblingsprojekt, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Boah. Ja, das ist ja wieder so eine Frage. Also, wenn Geld keine Rolle spielt, Fantasie spielen lassen. Fantasie so spielen eine Frage lassen. Ist das. Ich würde dann ein Auto, ein E-Auto machen. Mit richtig viel. Boah. Mit richtig viel PS. E-Auto. Mit einem Anhänger, wo Batterien drauf sind. Nein, Quatsch. Der soll auch von mir aus nur 100 Kilometer fahren. Okay. Das wäre mein absolutes Traum. Also, so, aber, oder ich sag mal so 540 auf Turbo-Umbau, Biturbo-Umbau. Solche Sachen natürlich, wenn Geld echt keine Rolle spielen würde, dann würde ich bis nächste Woche noch aufziehen. Okay, Yunusek fragt, was war dein erster Auftrag, den du alleine erledigt hattest? Wann war das? Und halt, was für ein Auftrag war das? Das war 2010, einen Monat weiß ich nicht, das war ein Opel Corsa, wo ich die Werkstatt übernommen habe, hatte noch ein Auto da gehabt, den ich fertig machen musste für TÜV. Ja, den habe ich halt gemacht. Für TÜV, Schweiß, Bremsen, Reifen, solche Sachen. Das weiß ich noch, ja. Das okay. war mein erster Auftrag. Und wenn du noch weiter zurückgehst, das heißt so
Das erste Mal, wo ich ein Auto geschraubt habe. Wo du genau ein Auto da alleine fertig gemacht, zum Beispiel eine Bremse gerichtet. Ja, da war ich 14 oder so, 13, 14. Da habe ich Bremsklötze, also Bremsscheiben und Klötze gemacht. Bei einem Golf 2. Das weiß ich auch noch. Korrekt. Sonnys Garage fragt, Bruderherz, wie lange bist du schon Meister? Grüße dich. Ich habe angefangen 2009 mit dem Meister und 2016 habe ich den. Seit 2016 bin ich Meister. Okay, hat ein bisschen gedauert, weil du immer wieder mal offen, weil du selbstständig bist. Und die Firma muss laufen. So ist es. Wie kamst du auf YouTube, fragt Halef. Haben wir ja schon erklärt. Genau. Warte, wie kamst du auf YouTube? Okay, haben wir. Brand Open Crew. Wie hast, wie hast du die Liebe zu Autos entdeckt? Wann war das? Okay, haben wir auch schon mal antwortet. Ja, ich kann halt zum Beispiel sagen, wie ich zu meinem M3 kam, aber ich weiß nicht, ob das Autos ist. Lieblingsdepp 1902. Auch schöne Grüße. Was bringen die TFSI Zündspulen bei einem S38L? Also 18T Zündspulen. Dem Straßenverlauf folgen. 18T Zündspulen sind anfällig. Die kommen mit hoher Last nicht klar, deswegen baut man die gerne um. Also es ist jetzt laienhaft erklärt, ne? Baut man die gerne auf TFSI-Zündspulen um, weil die einfach von Volllast besser klarkommen. Jo, und dann Kilometer der A46 folgen. Alulöffel Wigschwei. Alulöffel Wigschwei irgendwas. Punkt. Ja, kann ich ja sehen. Ja, Wigschwei. Oh, schöne Grüße. Achso, okay, wie kamt ihr zum Thema Auto? Das ist ein krasser Typ, ey. Wie der schweißt, ne? Das ist ja, ich denke, die Frage haben wir jetzt auch beantwortet mittlerweile. Wie kamt ihr zum Thema Auto bei YouTube? Dabei muss ich erwähnen, Yunus und ich haben auch schon davor Videos gemacht gehabt, so als wir Fitnesstraining gemacht haben, davon, von den Übungen. Also Yunus war immer der Vorreiter, also wir haben eigentlich nichts gemacht. Er hat immer alles organisiert, er hatte schon immer Spaß daran und Elan. Und die Motivation, und er hat uns auch dann zusammengeführt. Dementsprechend haben wir Videos, Fitnessvideos gemacht. Irgendwann hatten wir keine Zeit, ne? Jeder hat sein Ding. Das hat gut gelaufen eigentlich, ne? Erste Woche 200 Abos gehabt. Ja, lief dann auch gut. Zweite Woche hatten wir, glaube ich, fast 300 Abos. Ja. Also das war schon gut, aber danach haben wir es eingestellt und anschließend ist er halt durch dieses mit seinem Cousin am Schrauben. Diesem ja, aber das war 3 Jahre vorher. Ja, aber dann hast du ja. Dann hast du mit dem Thema Auto. Ja, ich wollte schon immer angefangen. YouTube machen, das stimmt. YouTube ja, ja. Wollte ich schon immer machen. Genau. Das stimmt schon. Ich habe immer gesagt, YouTube. Einer hat das auch gesagt, 2010, weiß ich noch, wo ich das erste Mal selbstständig geworden bin und Aida mir geholfen hat, die hat gesagt, ey, Schatz, wir könnten das doch als Dings, wir könnten doch YouTube machen, wie du schraubst und so. Habe ich gesagt, ach, nee, das sowas kommt nicht gut an. Hätte ich aber noch vor 10 Jahren gemacht. Alles hat so seine Zeit. Ist alles in Ordnung. So, dann haben wir. Eda Hamza fragt, wie geht's dir? Alles im Löt? Alles im Löt bei uns. Danke. Alles gut. Dankeschön. Labi hat auch. Ja, genau, die Frage hatten wir schon. Was ist dein Lieblingsauto? M3, Cabrio. Ist korrekt, so. Was ist dein? Okay, Ukrak Samet. Ukrak Samet? Richtig. Das ist der junge Mann hier hinten. Wieso stellst du Fragen, Junge? Wieso blockierst du unsere Fragen? Ja, sag komm, was hast du gefragt, Samet? Was ist dein Lieblingswagen? Haben wir jetzt. Ich glaube, der hat das nur gefragt, damit er sagen kann, was sein Lieblingswagen ist. Und zwar, dass es sein eigener Wagen ist. Weißt du? Und dann macht man Werbung für dich. Der sitzt hinter dir. Hast du eigentlich auch irgendwie geschrieben? Ich? Eine Frage? Du kannst mich auch irgendwas gleich fragen. Ja, ich frage dich dann auch irgendwas. Sarah kann mich auch was fragen. Habt ihr, okay, was haben wir da? Okay, Tie to the Roan. Habt ihr schon den neuen Turbo eingebaut? Wenn ja, wann wird der S3 abgestimmt? So, fragt er. Ja, der S3 ist ja so gut wie fertig. Turbo ist ja schon drin, das weiß der ja jetzt alles. Ja, Benny, wir warten auf Benny. Wenn Benny zurück ist, das dauert nicht mehr. Ich bin ja am 27. im Urlaub und ich glaube, vor dem Urlaub hauen wir noch ein 100 auf 200 Video raus. Also, die dauert nicht lange. Dauert nicht mehr lange. Manu Lucado, was ist dein absoluter Traumwagen? Haben wir schon. Christian Steffen,
Grüße an meinen alten Fußballkollegen. Ja, auch Grüße. Wie kam es dazu, dass du den Social-Media-Bereich für dich entdeckt hast? Beispiel YouTube, Insta, haben wir gerade erklärt. Haben wir schon, oder? Dass ihr angefangen habt, Videos zu drehen, haben wir schon. Nico Schürmann, wann kommt ein Video von deinem S3? Haben wir auch schon. Digga Code, wann kommt das Video zum S3? Okay, mit Zeitenmessen und so weiter, haben wir auch gerade schon beantwortet. Das kommt doch. Audi 8L Crew, Meinung zu den Audi 8Ls generell, denke ich? Hammer Auto. Einfach Bastelautos, oder? Nein, man kann viel von dem, also wenn das 1.8T ist, kann man sehr, sehr viel rausholen. Das fasziniert mich. Ist ein sehr simpler Motor, ist ein super Einstieg für Leute, die mit Turbotechnik was zu tun haben wollen, weil das halt, Anführungsstrichen, einfacher Motor, dummer Motor ist, was man schnell hochjagen kann, was ich auch feiere. Ich feiere 1.8T Turbomaschinen, feiere ich sowieso. Egal welche Hinsicht. Brand Open Crew fragt, wie hast du es geschafft, einen Vogel so zu zähmen? Das ist viel Arbeit. Die denken immer, man kriegt die so zahm. Nein, da musst du, es ist wie ein Mensch. Da musst du Zuneigung zeigen, da musst du mit dem spielen. Du musst den immer zeigen, du musst den auch mal ein bisschen verhungern lassen und aus deiner Hand essen lassen. Solche Sachen. Und so fängt er halt mit dem Vertrauen an. Und dann, ja, da sieht er, dass du halt keine Gefahr für ihn bist. Wenn er das einmal sieht, und dann kommt der Rest von alleine. Der ist leider entflohen. Da bin ich traurig. Okay. Brown Sugar Baby fragt, wie alt bist du und was bist du? Spaß. Spaß, warte. Halef 254 fragt, wie alt bist du und was bist du für ein Landsmann? Ich bin 38, ich werde 38 und ich bin Türke. Oh, diesen Monat, 23.07. Ich darf das nicht vergessen. Ich könnte mir richtig gratulieren. Ja, ich habe heute fast deins vergessen. So.